Hallihallo und herzlich willkommen zu Humanica oder Humanica. Wir spielen mal wieder eine Demo, die mir ins Auge gestochen ist hier auf Steam. Und zwar ist das eine Siedlungssimulation. Wir spielen ein Volk aus dem Jahre 10.000 vor Christus. Also ein sehr primitives Volk, welches wir in dieser Demo ein bisschen vorantreiben möchten. Ich weiß nicht genau, wie weit es geht. Oh mein Gott, die Musik. Ich weiß nicht genau, wie weit es geht in dieser Demo, aber wir versuchen es einfach mal. Wir haben zwei Sprachen zur Auswahl. Englisch, ja? Die englische Language oder Ruski-Jazyk. Aber wir nehmen dann natürlich Englisch, ganz klar. Der Entwickler ist Panfachdev oder Panfachdev oder ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. So ähnlich auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt direkt mal rein und schauen uns das Ganze einmal an. Und da sind wir auch schon. Und wir haben eine kleine Siedlung. Okay, also, welcome to Humanica Demo. The development of the game is at an early stage. Some textures or animations may be missing. But still, this demo was made with love. Would you like to turn on guide tips? Yes, of course. So, wir haben also jetzt einen kleinen Tribe zu managen. Die müssen halt arbeiten, das kennen wir ja aus diversen anderen Spielen. Sie müssen jagen, sie müssen Sachen sammeln und sie müssen sich halt weiterentwickeln. Und das werden wir jetzt zusammen einmal versuchen. Wir können mit WASD steuern, wir können mit QE die Kamera rotieren lassen und das Interface können wir mit N verschwinden lassen, was ich ganz gut finde. Denn dadurch könnte ich auch einen wunderschönen Screenshot machen für dieses Thumbnail. First of all, assign several homeless settlers to a living hut. Just drag them with a mouse to a building primitive hut. Also, you can select settlers with a frame and assign them with one click. Okay. Okay. Let's try this. Okay, wir haben also... Warte, erstmal will ich gucken wegen N. Ah, das ist gut. Guck mal. Machen wir direkt ein schönes Foto, oder? So, construction of the hunter hut. All settlers become laborers automatically, but you can also assign them to special work. Build a hunter hut and assign settlers to hunting. Moment, ich bin doch noch gar nicht so weit. Lass uns erstmal gucken, dass die alle irgendwo wohnen. Wir haben zwei Zelte, Primitive Hut, wo zwei Leute drin wohnen können. Ich schub sie da einfach rein, ne? So, let's go. Du gehst dahin und du gehst dahin. Das heißt für mich, wir müssen noch ein Zelt bauen, oder was? So ein Primitive Hut. Damit da noch jemand wohnen kann, oder? Was haltet ihr davon, wenn ihr mal noch ein weiteres Zelt baut, damit die beiden auch was zum Pennen haben? Ist das eine gute Idee? Warte doch mal, ich bin noch nicht so weit. Guck mal, der will hier schon, dass ich ein Hunting-Dingsbums bauen. Okay, dann bauen wir schon mal so ein Hunting-Dingsbums. Ja, mach das weg. Geh jetzt weg. Nein, lass mich. Ich überspringe gerade alles. Das ist gar nicht gut, ne? Wo habe ich denn dieses Hunting-Ding? Skin Dryer. Hunter Hut müssen wir bauen, Leute. Ich stelle das mal hier hin. So. So machen wir das jetzt. Jetzt bauen wir erstmal Hunting Hut. Und dann werden wir da jemanden zuweisen, damit die dann auch Sachen machen. Und dann müssen wir mal gucken. Time Management. You can speed up or stop the time scale in the top. Okay, danke schön. So, ihr baut jetzt. Alle. Wir bauen alle. Perfekt. So, dann können wir jetzt die Leute, die noch nichts zum Wohnen haben, da reinziehen. Okay, perfekt. Jetzt haben alle was zum Schlafen, ne? Was ist das hier? Tribal Leaders hat. Das ist wahrscheinlich einfach das Dorfzentrum sozusagen, ne? Und hier? Bonfire. Okay. Also, dann baut bitte das Ding. Wir brauchen Steine. Kannst du das bitte abbauen? Ach so, da muss ich jetzt hier unten Materials Gathering und Food Gathering. Guck, jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt holen wir mal ein bisschen Material hier. Und ein bisschen Holz, ein bisschen Steine und Holz holen wir jetzt. So. Das ist sehr gut, das machen die jetzt. Und dann werden wir dieses Teil hier bauen. Da brauchen wir aber auch hier Leder.
Animal Skin. Es wird gleich dunkel, habe ich das Gefühl. Okay. Ich mag übrigens die Grafik. Also irgendwie gefällt mir das. Das ist sehr simpel, ne? Ist sehr einfach gestaltet, aber ich finde es irgendwie schön. So, bis jetzt erstmal ganz gut, ne? So, Leute, jetzt baut mal hier diese Hütte fertig, den Hunters Hut. Das wäre echt mega nice. Wenn ihr das könnt, machen würdet. Aber offensichtlich wollen die nicht. Come on. Muss ich noch irgendwas anderes machen, damit die das machen? Wir brauchen auch Nahrung, ne? Wo haben wir was zu essen? Hier? Hier sind Beeren, ne? Ich sehe zwar nichts, aber ich glaube, das sind Beeren. So. Okay. Ja, ich denke mal, wir werden die gleich schlafen schicken. Wir haben jetzt Abend. So, evening came. You can press the beautiful round button to skip the night. Das machen wir, aber das geht bestimmt erst, wenn alle schlafen. Also, by the way, ich weiß, dass das so ist, weil ich habe schon ein bisschen länger gespielt. Ich gebe es zu. Aber nur kurz. Also so ein, zwei Tage, Nächte. So, die schlafen alle. Wir überspringen die erste Nacht. So. Guck, perfekt. Nächster Tag. Constructing. Don't forget to construct buildings. It is important to build skin dryer for animal skin processing. Okay. Dann mache ich das schon mal. Skin Dryer. Den stellen wir schon mal hier hin, okay? Skin Dryer. Aber was ist denn jetzt mit dem Hunter-Dingsbums? Wieso hat der jetzt nichts zum Pennen? Hä? Zwei von zwei? Eins von... Was ist denn mit dir? Habe ich den aus Versehen keine Bude mehr gegeben? A new settler has arrived at the settlement. Hä? Wir haben sechs Leute. Wir hatten vorher auch sechs Leute. Ach hier, und Gilobrin died of old age. Was? Dass einer gestorben und ein neuer kam? Jetzt so früh schon? Yeah, there are a lot of bugs. If your settlers would stuck somewhere, try to evict them from the job or from home, and then you can continue to play. If some any irreparable, okay, thing would happen, try to save game and to reload it. Okay. Okay. Understood. So, mach jetzt mal hier die Hütte fertig. Könnt ihr das bitte machen? Wieso machen die das nicht? Ah, jetzt, ne? Jetzt machen die das. Wir müssen doch auch ein paar Tiere hunten. Und jetzt zeige ich euch gleich was. Und zwar gibt es hier einen Baum. Einen Technologiebaum. Und das ist dieser hier. Den habe ich aber leider beim letzten Mal, als ich das alleine für mich gespielt habe, erst sehr spät entdeckt. Und wenn das hier so weiß ist, dann kann man das lernen. Ich würde gerne die Bone Tools lernen. Denn wir haben jetzt vier Sticks. Cobblestone haben wir sechs Stück. Wir können das jetzt exploren. Und wir können auch das hier exploren. Das machen wir jetzt auch. Animal Skin. Explore. Und können diese Sachen, haben wir jetzt gelernt. Also wir können jetzt Klamotten machen und Knochentools. Und dann brauchen wir hier... Bone Knives müssen wir bauen, um die nächste Stufe zu erreichen. Und die Demo geht tatsächlich so lang, bis wir bei Agriculture angekommen sind. Ja, ja. So sieht's aus. So, Hunter hat es fertig. Wir können jetzt hier Leute reinholen. Das machen wir auch. Usor, du bist jetzt ab sofort im Hunter Hut und du auch. So, Freunde. Hier möchte ich gerne sowas machen. Aber ich weiß nicht, ob die das einfach automatisch machen. Man muss auf jeden Fall keine Leute zuweisen, wenn ich das richtig sehe. Okay, lass uns mal gucken, was wir noch bauen können, ja? Bonfire Resource Pile. Brauchen wir noch einen Resource Pile?
Möchte da eins haben, ein zweites. Falls das andere voll ist. So, dann... Ist meine Stimme heute ein bisschen anstrengend? Ich habe das Gefühl, meine Stimme ist heute... mich streng, also meine Stimme geht mir heute selber voll auf den Brenner. Was ist da los? So, Skin Dryer haben wir. Meat Dryer können wir noch nicht. Müssen wir noch lernen. Hunter hat, haben wir. Sonst können wir noch nichts machen, wenn ich das richtig... Aber wir müssten doch, wenn wir Werkzeuge machen können, Bone-Dinger oder so. Primitive Workshop. Animal Skin. Hier bauen wir das hin. Warte, ich mach's wieder weg. Moment, wir machen das anders. Taylor's Hut. Primitive Workshop. Machen wir hier hin und den Taylor's Hut machen wir genau da drüber. Oder hier hin. So. Es ist gleich wieder Nacht. Hier ist ja gar nichts drinne. Wir haben überhaupt... Ich habe noch gar nicht so richtig Essen organisiert. Ich habe noch gar nicht bei Tag geguckt, was wir hier so für Nahrungsquellen haben. So Holz. Wo haben wir noch ein paar Steine irgendwo? Ich sehe nichts. Auch hier wäre, glaube ich, mal ganz gut. Hier sind noch Steine, ne? So. Okay. Und es regnet die ganze Zeit. Schlafen die? Nee. Also wenn alle zurückkommen... können wir überspringen. Hallo? Wo seid ihr denn? Mein Gott, ist das dunkel. Gut, dass wir hier noch so ein Bonfire haben. Oh je, oh je. So, come on. Geht alle schlafen. Ja. Es werde Tag. Okay. Exploring the Technologies. Das haben wir schon gemacht. Ich gehe aber nochmal rein. Ich würde gerne hier Advanced Tools und Sling und sowas haben. Aber wir brauchen dafür erstmal Bone Knives. Und dafür müssen wir den Workshop bauen. Wir brauchen mehr Nahrung. Jetzt essen die erstmal das ganze Obst. Ihr müsst hier noch ein bisschen mehr organisieren, Leute. Das hier müssen wir auch ernten. Kann man das noch ernten? Das kann ich nicht ernten. Was ist das hier? Berry Bushes auch. Hier sind aber Wölfe. Da müssen wir aufpassen. So, hier auch Berry Bushes. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die hier hochkommen, ne? Was ist damit? Hier sind auch noch irgendwelche... Apple Tree. Okay. Don't forget to find useful resources near the settlement. Gather steaks, cobblestone, apples, wild berries, honey, wild vegetables and much more. Wo haben wir denn Honey? Haselnüsse. Achso, ihr geht jagen? Ihr holt hier anderen Stuff. Hier ist ein Wolf, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Oh no. Vielleicht solltet ihr nicht so dicht daran gehen, Leute. Das ist vielleicht keine gute Idee. Aber vielleicht interessiert euch das auch einfach gar nicht, dass da ein Wolf ist. Und den Wolf interessiert ihr auch nicht. Okay. Don't forget to build a primitive workshop. Produced spares, knives, bows would weep up. The settlers work a lot. Weep? Weep? Speed up. You mean speed up. The settlers work a lot. Okay. Ja.
Okay, wir brauchen schon das richtige Leder. Das heißt, die müssen, wenn die hier jagen gehen, auch da was rauftun auf den Skin Dryer. Nun gut. So. Haben wir noch was Neues, was wir hier bauen können? Primitive haben wir beides gebaut. Meat Dryer haben wir noch nicht. Wieso eigentlich? Food Preservation brauchen wir dafür. Hunter hat. Das haben wir noch nicht. Okay. Okay. So, dann nehmt mal hier das Tier. Oh no! Ja. Ich finde die Animation irgendwie süß. Ich meine, die machen zwar alles zeitgleich, aber. Und simultan, aber ich finde es ganz süß eigentlich. Die ganzen Glatzköpfe hier. So, dann holt mal ein bisschen hier Zeug raus. Oleg und Usor. Oleg, Usor. So, da haben wir doch Raw Animal Skin. Kann das bitte jemand hier rauf tun? Steine müssen hier hin. Hier auch Steine und Dinge. Und wir brauchen hier Animal Skin. Kann das jemand machen? Bitte. Whiteberries hat er sich vors Zelt gelegt. Das ist ja süß. Gehen jetzt alle schlafen wieder? Also irgendwie habe ich das Gefühl, die machen nicht das, was sie sollen. Not all settlers came home yet. Wait. Ja, geh ins Bett. Come on. Jawohl, Tag 4. Neighbor Tribe gifted resources. Oh, das ist aber voll nett. If your settlers are happy, the chance of new people appearance is higher. You can extract more various food to increase the level of the happiness. Also, there is a specific resource that raises ja, separately Honey. Okay. Honey haben wir bekommen. Und Klamotten. Klamöttchen haben wir bekommen. Kann mal bitte jemand. Jemand hier arbeiten. Ist das möglich? Kann hier jemand bitte die Animal Hide auf diesen Skin Dryer packen? Das wäre unfassbar nett. Dankeschön. Meine Güte. So, wir brauchen ja schließlich das Zeug für hier. Da brauchen wir einen. Und hier brauchen wir zwei. Wir brauchen jetzt drei von den Dingern, damit das hier funktioniert. The warehouse is full. Ach so, wir brauchen gar kein. One of your storage tents has just run out of free space. Don't forget to build new ones. Okay, wir brauchen. Aber warte mal, muss mal kurz pausieren. Können wir pausieren? Wo kann ich pausieren? Hier. Warte mal kurz. Das ist Resource Pile? Resource Pile. Hä, wir haben doch hier noch ein Resource Pile. Pack doch den Kram da rein. Genau, verprügelt das Deer. So, das kann weg. Wir haben Honey. Okay, zweite wird jetzt genutzt. Okay, alles klar.
So, hier sind zwei in der Mache. Das ist sehr gut. Hier machen wir gleich wieder voll die Queue, damit das hier weitergeht mit der Arbeit. So, was ist mit den Steinen? Cobblestones. Wie wäre es, wenn ihr das sonst hier rüberbringt? Ist das eine Idee? Da bringt jemand Äpfel. Das sollen Äpfel sein. Okay. So, ist fertig. Wenn jetzt noch jemand zwei Steine hier reinbringt. Und dann... Hä? Leute, was machen die für komische Sachen? Ich... So, wo haben wir denn jetzt noch... Wir brauchen halt auch anderes Werkzeug. Das ist halt das Problem, ne? Hier. Jetzt. Oh, endlich. Okay. Hier müsste auch noch jemand was machen. Muss noch jemand nochmal vielleicht ein bisschen... ach, wir haben keinen Animal Hide mehr, ich sehe schon. Ah, hier ist aber Animal Hide. Kann direkt auf den Dryer, Leute. Kein Problem. Könnt ihr einfach machen jetzt, direkt. Ich muss sagen, die Tage gehen ganz schön schnell vorbei, ne? So, das heißt, wir werden jetzt gleich wahrscheinlich in dem Primitive Workshop irgendwie auch noch zwei Leute reinsetzen, oder eine Person reinsetzen, die dann entsprechend... Sachen baut, wie zum Beispiel Bone Knife. Damit wir die Advanced Tools lernen können. Und hier brauchen wir Bone Spare, Bone Knife. Knife and Spare. Okay. So, also das ist fertig. Okay, cool. People? Empty. Kann ich da jemanden... Kann ich dich dafür verwenden? Ja, Efino. So, und dann muss jemand noch hier den Taylor's Hut machen. Ich vermute, da können wir dann Rüstung bauen, ne? So, sind noch nicht alle zu Hause. Da vorne wird noch irgendwo... Irgendwo wird noch gearbeitet. Oh, Mammuts. Da kommen die beiden. Unsere beiden Jägersmänner. Warum hat hier keiner was raufgelegt? Hier brauchen wir noch zwei. Ach so, und wir müssen... Oh, habe ich... Warte. Wir müssen Bone Knife machen. Eins, zwei, drei. Wie viel muss ich machen? Zwei Bone Knives, dann kann ich das hier lernen. Aber ich muss insgesamt 8 Bone Knives und 8 Bone Spare machen. Okay. Sieben. Toll. Okay, gut. Let's go. Autumn has come. Summer has passed. It is time to prepare for the winter. Try to have time to sew clothes for each settler before the frost. Technology clothing made of skins. Also additional food supplies wouldn't hurt. Ja. Storage Tent brauchen wir. Okay. Ugh, the settlement is under attack. You can select settlers and control them by clicking on ground. Oh mein Gott. Okay, wait. So. Und wo soll ich hin? Hier? Sagst du mir auch noch, was hier angreift? Der hier?
Ah, hier. Oha. 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 Mhm. Boah, ich bin schwer. Wie kann ich die denn jetzt angreifen lassen? Hä? Ah, jetzt. Ich kann die aber jetzt nicht aktiv angreifen lassen, ne? Die machen das jetzt einfach. Die Wölfe wehren sich einfach nicht. Die stehen einfach da und sterben. Okay, auf jeden Fall haben wir denn... Hallo, könnt ihr mal mitmachen? Guck mal hier, die beiden Jäger, ne? Kein Bock. Ja, kein Bock. Lass mich in Ruhe, ich muss den ganzen Tag jagen. Ja, das war ja super. So, das ist der neue Settler. Warte mal, wo fehlt denn einer? Einer ist scheinbar schon wieder gestorben. Wir brauchen noch ein Zelt. Ich brauche hier noch eins hin. Ein neues Zelt, bitte. Können wir das irgendwie priorisieren? Das wäre voll super. So, jetzt wird aber hier erstmal gebaut. Da braucht. Hier, Leute. Macht mal bitte. Macht mal da irgendwas rein. So, die Wölfe werden zerlegt. Das finde ich ganz gut. Warum kann ich nicht sagen, dass die das hier machen sollen? Diese Q. So, okay, du machst jetzt Messer. Weil dann können wir, glaube ich, die großen Steine abbauen. Ne? Wenn ich das, guck mal, die Wölfe machen gar nichts, wenn die einfach so rumlaufen. Die sind überhaupt nicht aggro. Crazy. So, kann bitte jemand hier Animal Hide auf den Skin Dryer tun? Oh. Knochen brauchen die, okay. Ein Knochen und einmal Holz brauchen die für so etwas. Hier ist ein Bone Knife. 2 Bone Knives sind schon gemacht. Guck mal. Hier können wir jetzt, glaube ich. Ach nee, wir müssen das hier machen. Und das. Denke ich, damit wir hier lernen können. Ne? Food Preservation ist wichtig. Explore. Okay, lass gucken, was wir da jetzt noch bauen können. Meat Dryer, den brauchen wir. So, direkt drauf damit. Hier wird gerade noch was getrocknet. Okay, perfekt. Damit wir das bauen. Wir brauchen auf jeden Fall den Tailor's Hut, damit die Klamotten bauen können. Die rennen alle nackt rum und wir haben Herbst. Das ist nicht so gut. So, hier brauchen wir auch noch ein bisschen. Das ist fertig. Bitte gleich die nächsten 2 rauf einmal. Das wäre super. Es wird gleich schon wieder Nacht. Mist. Aber eigentlich müssen wir das erst bauen, damit der hier pennen kann, ne? Sonst haben wir keine Möglichkeit, dass er schlafen geht. Okay, warte. Wir brauchen noch... Wie viele Messer habe ich jetzt? 4. Nee. Habe ich? Was ist mit denen? Guck mal, die sind voll verbuggt hier immer, die People. Come on! Geh weg! Seid ihr ein bisschen doof?
mein Gott. Ja, toll. Jetzt hat der nicht zum Schlafen. Oh, Kacke. Food has rotten. Mist, 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 Mist. Okay, das ist nicht so gut. Wir müssen hier Fleisch rauf tun. Bitte, damit das trocknen kann, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können. Und so, wisst ihr? So, jetzt kann hier jemand rein. Oh. Derjenige, der hier gearbeitet hat, ist gestorben. Das ist nicht so gut. Dann müssen wir natürlich jemand Neues haben. So, wir haben jetzt hier zweimal Animal Skin. Damit könnten wir hier vielleicht einmal die Bude bauen. Wäre cool. Oder aber auch den Taylor's Hut. Den hier. Wäre auch richtig cool. Der Wolf muss weg. Ah ja, hier wird jetzt gebaut. Okay. Dann können wir ihm gleich was zuweisen. Ein Bettchen. Mach ihn fertig. Usor und Oleg. Let's go. Let's go, let's go. So, du baust das Haus. Was ist denn? Ist der immer noch. Wie lange brauchen das hier? Haben wir schon die ganzen Wölfe hier zerlegt? So, Skin Dryer. Und hier wird Fleisch drauf gemacht. Sehr gut. Okay. So, dann kannst du da rein. So. Perfekt. So, wir bauen jetzt bitte den Taylor's Hut. Warum steht hier rot 5 von 3? Ist das nur weiß, wenn es die gleiche Anzahl hat? Ist da irgendwie noch ein Fehler drin, ne? Wahrscheinlich, ne? So, dann brauchen wir jetzt nochmal das hier. Fleisch wird gemacht. Fisch haben wir noch nicht. Okay, wie sieht's hier aus? Was genau braucht ihr jetzt noch? Knochen wahrscheinlich, ne? Oh, guck mal, was ist denn mit denen? Ich glaube, ich habe das hier zu eng beieinander, das Ganze. Kann man das irgendwie abreißen, das Teil? So, da holt jetzt jemand das getrocknete Zeug, packt es ins Lager, dann verheddern die sich wahrscheinlich wieder. Und irgendwann kommt dann jemand und bringt das hier irgendwie hin, hoffe ich. So, wenn jetzt noch jemand dazukommt, können wir den hier einziehen lassen. So, alle nach Hause. Wir müssen einmal den Tag, die Nacht überspringen. Hallo? Geht bitte nach Hause. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Knochen, damit wir hier die Werkzeuge weiterbauen können, ne? Two new settlers arrived at the Salem Atoll. Können wir bitte erstmal das hier bauen? Taylor's Hut. Ah, das wird gerade konstruiert. Hä? Das wird gerade konstruiert. Okay, dann machen wir noch ein Zelt. So.
Nee, warte. Ich muss kurz wegmachen. Moment, Moment. Das war zu dicht. So. So, hier wird jetzt gebaut. Dann müssen wir da jemanden arbeiten lassen, damit wir Klamotten bekommen. Leute, ihr müsst Knochen organisieren. Wenn wir jetzt hier noch zwei Äpfel holen, dann können wir das noch ernten. Skillen. Guck mal, das ist schon... Oh Gott. Kann ich keine Äpfel mehr ernten? Doch, kann ich. Let's go, Leute. Come on. Brauche auch mehr Ressourcen noch. Steine wären auch cool. Ich glaube, wir brauchen einfach Steine, ne? So. Es wäre echt gut, wenn ihr noch ein bisschen loslauft. Und noch ein bisschen Stuff holt. So, der ist fertig. Dann können wir... Den nehme ich. Oleg. Oder Trisophil. Ah, das geht nicht. Dann nehmen wir den. So. Ab die Post. Und hier ist jetzt keiner mehr. Okay, machen wir das so rum. Ist okay. Dann haben wir jetzt einmal ausgetauscht. Ich habe hier kein Futter mehr. Es gibt keine Äpfel mehr, Leute. The entry of the building resource pile is... Hier? Oh. Warte. So. Ich hoffe, das funktioniert besser. Dann verheddern die sich da nicht so, ne? Deswegen kamen die auch nicht klar mit ihrer Welt. So, wir machen Klamotten. Wie viel brauchen wir? 9. Wieso habe ich denn 9 Leute plötzlich? Wo kommen die denn alle her? 9. 9 Klamotten. Bitte? Einmal Leder brauchen wir dafür, aber hier bitte erstmal das machen. Das wäre halt super. Ihr macht da gerade ein Deal fertig. Das heißt, wir kriegen dann auch wieder Zeug. Weil der baut ja auch nicht weiter. Weg, 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 weg. You stuck. Oh no. Waren die jetzt alle da hinten? Die waren alle irgendwie im Baum drin, ne? Okay, keiner kümmert sich um das Zelt. Das heißt, du wirst im Regen schlafen müssen. Das tut mir sehr leid. Noch ein Zettler, aber wir haben immer noch kein weiteres Zelt. Und wir haben schon November, Leute. Oh mein Gott, wir werden... Das wird nichts. Ich glaube, die werden erfrieren und alle sterben. Wo laufen die hin, Leute? Was ist mit denen? Irgendwie sind die verbuggt, die Leute. Oh, er holt Äpfel. Oh, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt gleich, wenn hier noch Äpfel reingehen,
Können wir jetzt was lernen? Aha, Advanced Food Gathering. Okay, Explore. So, mal gucken, was wir jetzt hier noch so machen können. Scheinbar nichts. Leute, bitte kommt zurück. Oh, und ich befürchte, dass das hier. Kommen die da nicht rein? An das Ding hier? Kann das sein? Ich habe jetzt schon 10 Leute, aber immer noch kein, nicht genügend Zelte. Oh mein Gott. Wo seid ihr denn alle? Inside? Outside? Oleg ist noch irgendwo? Oleg, komm jetzt nach Hause. Hier, nee, ist der Wolf. Wo ist Oleg? Oleg, bitte. Oleg, stuck. Okay, also ich denke mal, wir haben hier ein oder an die ein oder anderen Bugs. Das ist jetzt nicht so cool. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie ich den da rausholen kann. Da stand doch irgendwas geschrieben. Aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Okay, es ist eh gleich Tag. Machen wir es halt so. Oleg ist ein bisschen doof. Oleg, come on, jetzt komm raus da. Oh, low temperature. Jetzt haben wir auch noch Winter. Und er wird jetzt einfach verrecken hier. Wie kommt er denn da hoch überhaupt? Oh, ist das eine Kacke hier? Primitive hat. Oh je, oh je, oh je. Okay, Oleg kann halt nicht, ne? Uso, du machst das jetzt bitte. Ja, Leute, ich würde sagen, guck mal, die rennt schon wieder irgendwo hin und ich habe keine Ahnung, warum. Was ist denn mit denen? Ja, okay, die sind super verbuggt, Leute. Gut, wir wissen jetzt, wie dieses Spiel funktionieren wird. Haben uns die Demo angeschaut. Im Prinzip klassischer City Builder, ne? Ganz süß gestaltet, leider sehr, sehr, sehr buggy und noch ist noch ein bisschen was vonnöten. Aber es war schön, mal reinzuschauen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, mir gefällt es ganz gut, aber es muss noch eine ganze Menge getan werden. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Angespielt. Macht's gut. Tschüss.